Eine Renaissance der Atomkraft in Frankreich, nichts weniger als das, verspricht Präsident Macron. Was hierzulande nahezu unvorstellbar scheint, ist in Frankreich populäre Staatsräson. Und so will Macron sogar neue Reaktoren in Betrieb nehmen. Bis zu 14 Atomkraftwerke sollen in den kommenden Jahrzehnten gebaut werden, kündigte er heute an. Doch auch die Windkraft soll massiv ausgebaut werden. Macrons Ziel: 2050 soll Frankreich als erste große Industrienation komplett auf fossile Brennstoffe zur Energieerzeugung verzichten. Das größte Atomkraftwerk Frankreichs in Gravelines im Norden soll noch größer werden. Der Ort ist für den Bau zwei neuer Reaktoren von Stromanbieter EDF ausgewählt worden. Für den Bürgermeister eine gute Nachricht. Die Atomkraft belebt die Wirtschaft in der Region. So können wir auch viel investieren, zum Beispiel in ein kostenloses Bussystem. Beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort kündigte der französische Präsident Macron die Verdopplung des Anteils erneuerbarer Energien an und den Bau neuer Reaktoren. Unser großes Ziel ist es, Frankreich als erstes großes Land auf der Welt in 30 Jahren von fossilen Energien unabhängig zu machen und unsere Energieunabhängigkeit und eine Vorreiterrolle bei den Klimazielen zu erreichen. In Frankreich gibt es bisher 56 Reaktoren an 18 Standorten. Jetzt sollen 6 weitere moderne Druckwasserreaktoren entstehen. 8 weitere Reaktorprojekte werden geprüft. Die neuen Reaktoren sollen ab 2035 in Betrieb gehen. Dafür sind Investitionen von mindestens 50 Milliarden Euro nötig. Für Frankreich hat Atomstrom auch eine strategische Komponente. Atomenergie mit dessen ganzen Industrien in Frankreich betrifft über 200.000 Arbeitsplätze. Es ist strategisch wichtig. Frankreich beherrscht die ganze Kette. Und natürlich hat Frankreich auch Atom-U-Boote, Atomflugzeugträger und Atomwaffen. Für die bestehenden Reaktoren will Macron eine Verlängerung der Laufzeiten auf über 50 Jahre prüfen. Und nachgefragt dazu bei unserer Korrespondentin Friederike Hofmann in Paris. Ja, wir Deutschen, wir reiben uns da ja verwundert die Augen bei den Plänen, die Macron heute verkündet hat. Während hier ja der Atomausstieg beschlossene Sache ist, legt man in Frankreich jetzt eigentlich erst richtig los. Warum? Naja, so richtig loslegen ist ja eigentlich im Grunde schon seit den 70er Jahren. Frankreich ist das Atomland schlechthin. Fast 70% des Stroms kommen aus Atomstrom. Und das hat eine ganz wichtige strategische Komponente. Historisch ist das durch die Ölkrise in den 70ern bedingt. Da wollte Frankreich energieunabhängig werden. Und das ist immer noch etwas, was Frankreich sehr, sehr wichtig ist. Unabhängig sein von Ländern wie Russland etc. Und ein weiteres wichtiges Ziel von Macron ist eben, wir haben das ja gerade im Beitrag gesehen, diese Klimaneutralität. Bis 2050 will Frankreich klimaneutral werden und eben die beiden Energien, auf die man setzt, sind die erneuerbaren Energien und die Nuklearenergie. Und was dann natürlich auch noch hinzukommt, ist momentan die sehr hohen Energiepreise und die spielen natürlich dem Ganzen auch in die Karten und waren auch ein Argument von Macron, eben diese Kaufkraft. Und was man auch nicht vergessen darf, 200.000 Menschen hier in Frankreich, die arbeiten in der Atomindustrie, also das ist auch wirklich ein großer Wirtschaftszweig. Aber in welchem Zustand sind denn die bestehenden Kraftwerke und ist es überhaupt notwendig, jetzt neue zu bauen? Ja, es gibt 56 Reaktoren hier in Frankreich, die sind zwischen 1970 und 1990 gebaut. Die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen und man merkt natürlich, dass der Zahn der Zeit da auch etwas nagt. 3 sind momentan nochmal diese Woche außer Betrieb genommen worden, weil man dort Korrosion vermutet. Und jetzt wurde ja auch nochmal über eine Laufzeitverlängerung diskutiert. Macron hat heute angekündigt, dass er die Laufzeitverlängerung über 50 Jahre prüfen möchte. Und so oder so wird es dazu führen, dass einige Reaktoren jetzt außer Betrieb genommen werden. Also es muss Ersatz her, vor allem auch, da man davon ausgeht, dass der Stromverbrauch durch E-Autos etc. in Frankreich deutlich steigen wird. Aber hat man denn in Frankreich so gar keine Bedenken, was die Sicherheit angeht oder auch den Atommüll? Also gar keine Bedenken würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich auch Atomkraftgegner, aber bei weitem nicht so wie in Deutschland. Mehr als 50% der Franzosen haben keine Sorge, was Atomkraft angeht. 60% finden das sogar gut. Und wir haben auch häufiger in Orten gedreht, wo Atomkraftwerke sind. Dort sind die Leute relativ positiv. Auch was das Endlager in Buhr angeht, auch wenn man dorthin geht, gibt es relativ wenige Leute, die dagegen sind. Also insgesamt ist da ein ganz anderer Umgang, den man sieht. Und ich habe ein Interview mit einem Forscher gemacht, der auch so ein bisschen Fukushima und wie das so aufgenommen wurde in Deutschland und Frankreich erforscht hat. Und der sagte, dass in Frankreich beispielsweise die Sicherheitsbehörden
Sicherheitsregeln danach total hinterfragt wurden und verstärkt wurden, während Deutschland ja dann entschieden hat, aus der Atomkraft auszusteigen. Also das ist ein komplett anderer Umgang in den beiden Ländern. Unterstützung bei seinen Plänen bekommt Macron ja von der EU-Kommission, die Atomkraft als grün und nachhaltig einstuft. Wie sehr spielt Macron das in die Karten? Also für den Bau dieser Atomkraftwerke sind natürlich gigantische Investitionen nötig. Man redet von mindestens 50 Milliarden Euro. Die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Wie das genau passieren soll, das hört man, ist noch nicht so ganz klar. Es ist klar, dass es auch Gespräche mit der EU-Kommission geben muss. Da geht es auch um Subventionen. Aber wie das genau laufen wird, ist noch nicht ganz klar. Aber diese Entscheidung der Taxonomie, die hilft ihm natürlich. Also das ist was, was sicherlich das ganze Projekt jetzt auch nochmal vorangetrieben hat und ein Stück weit auch diesen Zeitpunkt, dass heute das verkündet wurde, bestimmt hat. Überrascht sind ja Beobachter, dass Macron auch die Windkraft sehr stark forcieren will mit 50 Offshore-Windparks. Und außerdem will er ja die Windkraft an Land bis 2050 verdoppeln. Wie ist das denn zu bewerten? Also das ist definitiv keine populäre Entscheidung, weil wir sehen, dass die Ablehnung der Windkraft ist hierzulande viel höher als die Ablehnung der Atomkraft. Also das ist eine ganz andere Gemengelage als in Deutschland. Und jetzt auch im Wahlkampf spielt das eine relativ große Rolle. Also die Oppositionsparteien zum Teil sprechen sich auch explizit gegen Windkraft aus. Also Macron hat betont, dass beides parallel kommen muss. Und ein Grund ist sicherlich auch, dass dieser Bau dieser Atomkraftwerke auch einfach dauert. Er hat gesagt, das frühest fertige Atomkraftwerk wird ab 2035 überhaupt ans Netz gehen können. Und da braucht er natürlich Energieformen, die auch vorher zur Verfügung stehen, gerade wenn man antizipiert, dass der Stromverbrauch in Frankreich auch durch den Wechsel von Benzin auf E-Autos und so weiter deutlich steigen wird. Vielleicht zum Abschluss, wie steht es denn in Frankreich generell um alternative Energiequellen? Also es gibt sie, es gibt auch das Ziel, dass die 50% des Strommixes innehaben sollen, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht so ausgebaut, wie das jetzt in Deutschland ist. Es ist auch Wahlkampfthema und er hat ja jetzt gesagt, es soll eine Verdopplung der erneuerbaren Energien bis 2050 kommen. Er hat heute auch klar betont, das Land liegt dort noch zurück, aber jetzt will er auch in diesem Bereich deutlich aufholen. Friederike Hoffmann, vielen Dank für diese Informationen. Gerne.